Okay, dann können wir beginnen und Ulrike, du hast das Wort. Ja, liebe Genossen und Genossen, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserem heutigen Küchengespräch, ein Küchengespräch der BRG Betrieb und Gewerkschaft zu dem Thema linke Perspektive auf den Krieg. Ihr wisst alle, worum es geht. Wir haben einen furchtbaren Krieg, der in der Ukraine seit mittlerweile einem Jahr tobt. Wenn man sich die Bilanz anschaut, dann ist sie in der Tat verheerend. Wir haben ein weitgehend zerstörtes Land. Wir haben über 300.000 Tote mittlerweile. Wir haben gleichzeitig in Europa eine wachsende Aufrüstungsspirale und gleichzeitig haben wir aber auch eine zunehmende Sorge innerhalb der Bevölkerung vor einer Eskalation des Krieges auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch eine sinkende Bereitschaft, diese Kosten für Krisen und Krieg noch länger hinzunehmen. Das kann man sehen an einem Aufflammen von Protesten. Wir haben eine riesige Protestwelle in Frankreich gegen die Rentenreform. Wir erleben in Großbritannien die größte Streikwelle seit 40 Jahren. Wir haben in anderen Ländern, in Belgien, in Griechenland ebenfalls eine Reihe von großen Protesten. Das heißt, eigentlich wäre sozusagen diese Zeit, die Stunde der Linken anzuknüpfen mit unseren Visionen von einer friedlichen Welt, von einer sozial gerechten Welt und sie in Verbindung zu bringen mit dem, was die Menschen tatsächlich im Moment umtreibt und beschäftigt. Aber wie immer in der Geschichte, in Kriegszeiten streitet die Linke. Das war vor 100 Jahren so, das war während des Vietnamkrieges so, das ist auch heute so. Das ist auch erstmal nicht schlimm, weil natürlich Kriege furchtbare Eruptionen, politische Eruptionen sind, die uns auch vor neue strategische Herausforderungen und Fragen stellen. Deswegen müssen strategische Debatten und Diskussionen auch geführt werden. Aber sie müssen produktiv nach vorne aufgelöst werden, so dass sie uns als Partei handlungsfähig machen. Dazu wollen wir als BRG Betrieb und Gewerkschaft einen Beitrag leisten zu dieser produktiven Auflösung. Deswegen haben wir uns gedacht, wir organisieren dieses Küchengespräch heute Abend und haben uns dazu zwei kompetente Gesprächspartner eingeladen, nämlich auf der einen Seite freue mich sehr, Özlem Alef Demirel. Özlem ist Mitglied des Europaparlamentes und ist dort stellvertretende Vorsitzende im Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung. Sei uns herzlich willkommen, liebe Özlem. Und unser zweiter Gesprächspartner ist Jan van Aken. Auch ihr kennt Jan van Aken natürlich. Jan saß von 2009 bis 2017 im Bundestag, war da Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Und Jan ist heute Referent für internationale Krisen und Konflikte bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sei auch du uns herzlich willkommen, Jan. Genau, was haben wir vor? Wir machen es wie immer. Ich werde ein kurzes Gespräch mit Jan und Özlem führen, habe ein paar Fragen vorbereitet und wir werden danach vielleicht nach 20 bis 30 Minuten von der Metzgerei. Benning. Genau. Neben der Pizza ehemals. Liebe Genossin, ihr müsstet bitte eure Mikrofone ausschalten. Vielen Dank. Genau, wir werden danach, nach 20 bis 30 Minuten Gesprächsrunde, werde ich übergeben an Nils. Nils wird den Chat ein bisschen überwachen. Ihr habt die Möglichkeit, also Fragen zu stellen und in den Chat zu schreiben. Und Nils wird diese Fragen dann sozusagen an Jan und Özlem stellen. Und Jan und Özlem werden darauf antworten. Genau, und nach ungefähr einer Stunde sind wir dann auch durch mit unserem Gespräch. Das Küchengespräch ist ja tatsächlich immer nur ein ganz kurzer Impuls, eine ganz kurze Anregung auch für die gemeinsame Debatte. Also das ist das, was wir heute vorhaben. Deswegen lasst uns einsteigen. Ich glaube, eine zentrale Frage ist nochmal, auch wie wir als Linke oder wie jeder Einzelne von uns auch auf diesen Krieg guckt. Deswegen würde ich beginnen vielleicht nochmal mit einer Frage danach, wie wir diesen Krieg eigentlich zu verstehen haben, wie wir ihn einzuordnen haben. Ich würde vielleicht mit Jan beginnen und dir nochmal die Frage stellen. Jan, wir haben ja, wenn man sich so die Debatten innerhalb der Partei anguckt, glaube ich, eine große Einigkeit darüber, dass dieser Krieg abzulehnen ist. Ne? Dass die alleinige Schuld für diesen Krieg natürlich bei Russland liegt, die Ukraine überfallen haben, die einmarschiert sind in die Ukraine. Aber dann sozusagen gehen die Diskussionen auch schon auseinander. Und deswegen meine Frage an dich, womit haben wir es zu tun bei diesem Krieg?
Es fällt ja oft das Wort Stellvertreterkrieg, also stehen sich da tatsächlich imperiale Mächte gegenüber, Russland auf der einen Seite, die NATO, angeführt sozusagen von den USA auf der anderen Seite, oder haben wir es zu tun mit einem Befreiungskrieg der Ukraine, was sich wehrt gegen den Aggressor Russland? Wie würdest du den Charakter dieses Krieges beschreiben? Also ich weiß gar nicht, ob wir uns da so sehr unterscheiden. Ich glaube, den Streit gibt es vielleicht mit einigen ganz wenigen, die auch bestreiten würden, dass Russland einen imperialistischen Charakter hat. So, für mich ist das völlig klar und ich würde mal sagen, da sind sich 95% oder noch mehr in der Partei klar, das ist ein imperialistischer Angriffskrieg durch Russland. Ich glaube, da gibt es einen kleinen Streit. Und ansonsten ist es, glaube ich, nur eine Frage von Gewichtung, aber gar nicht so sehr von Analyse, weil das natürlich dass auch ein Stellvertreterkrieg ist, würde kaum jemand bestreiten. Die Amerikaner profitieren wie kaum jemand anders davon. Die Frage ist natürlich, wie viel tun sie im Moment, um den Krieg weiter zu befeuern? Das wäre ja der Charakter eines eindeutigen und klaren Stellvertreterkrieges. Also Syrien ist für mich sozusagen das Paradebeispiel dafür, dass da mehrere Mächte, nicht nur zwei, das waren ja mindestens fünf, die sozusagen ihre jeweiligen Interessen in Syrien ausgetragen haben, ohne größtenteils bis auf Russland selbst da zu kämpfen. Das ist für mich ein Stellvertreterkrieg. Und bei den USA sehe ich, dass sie davon profitieren. Ich sehe aber auch sogar, dass in den USA es im konservativen Lager zwei widerstrebende Stränge gibt. Die einen, die natürlich den großen Vorteil für die USA sehen, je länger dieser Krieg ist, je länger auf dem eurasischen Kontinent Krieg herrscht, profitieren ausschließlich die USA davon. Auf der anderen Seite wird aber natürlich auch gesehen, dass jeder Tag des Krieges eine Eskalationsgefahr birgt und eine direkte Konfrontation NATO mit Russland wollen die auf gar keinen Fall, weil sie genau wissen, was das heißt, nämlich Dritter Weltkrieg. Das heißt, das ist so ein Widerstreiten Interessen. Wie die das klären in den USA, das kann ich überhaupt nicht absehen. Ich glaube, dass es am Ende eben nicht nur Geostrategie ist in den USA und es ist auch nicht nur langfristig strategisch gedacht, sondern das ist ganz banal. Die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr werden, glaube ich, bestimmen, wie in den USA in den nächsten 9 Monaten entschieden wird. Wenn ich raten dürfte, würde ich sagen, die USA würden tatsächlich anfangen, in den nächsten 6 Monaten auf eine Verhandlungslösung hinzudrängen. Aber nicht aus geostrategischen Gründen, sondern ganz banal Wahlkampf. Also insofern, ich habe deine Frage nicht beantwortet. Ist es ein Stellvertreterkrieg? Ja. Ist es wichtig? Ich würde sagen, es ist eher nicht so wichtig. Andere Dinge sind vielleicht wichtiger. Ist Russland imperialistische Macht? Ja, ist sie. Und insofern ist es auch ein innerimperialistischer Konflikt. Aber war das im Irakkrieg anders? Also USA, die imperialistische Macht, die ein anderes Land überfällt, völkerrechtswidriger Angriffskrieg, alles das Gleiche. Das haben wir zu Recht kritisiert, aber da gab es auch andere imperiale Kräfte zu der Zeit. Das hätten wir auch, also bis auf einige wenige, hätten noch nie in Abrede gestellt. So würde ich das mal nicht beantworten, was du gefragt hast. Sorry. Ich gebe mal weiter an Özlem. Özlem, meine Frage an dich. Wie guckst du auf den Charakter dieses Krieges? Okay, vielleicht auch von mir zunächst einmal die Antwort darauf, was die Gemeinsamkeiten sind. Ich glaube, Jan und ich stehen da nicht weit auseinander, dass man diesen Krieg tatsächlich verurteilen muss und dass man auch ganz klar sagen muss, dass Russland einen imperialen Angriffskrieg, einen imperialen Überfall auf die Ukraine gestartet hat, um eigene Einflusssphären zu sichern, weil eben die Ukraine auch von geostrategischer Bedeutung für Russland ist, wenn Russland eine Großmacht sein möchte, bleiben möchte oder noch weiter wachsen können möchte. Und das ist halt so ein bisschen der Hintergrund, warum Russland eben militärisch die eigenen Interessen dort durchsetzen wollte. Ich würde aber schon nicht sagen, es ist nicht eher unentscheidend, diesen Krieg auch einzuordnen und zwar auch so einzuordnen, welche Mächte hier eine Rolle spielen. Jan hat zu Recht darauf hingewiesen, dass Syrien ein Stellvertreterkrieg ist, sogar ein Vielfrontenkrieg. Das muss man ja in Syrien tatsächlich sagen. Und wir müssen halt festhalten, dass in der Ukraine ja die Auseinandersetzung um die Ukraine seit einer Weile schon bereits läuft, und zwar seit 2014. Und ich würde sagen, die Entwicklung in der Ukraine seit 2014 bis vor kurzem ist tatsächlich, hatte den Stellvertreterkriegcharakter. Was hatten wir da für eine Situation? Da hat auf der einen Seite insbesondere die USA versucht, sozusagen die eigene Einflusssphäre in der Ukraine zu stärken und auf der anderen Seite Russland versucht, die eigene Einflusssphäre in der Ukraine zu bewahren. Und dann gab es natürlich auch noch andere Prozesse, wie das EU-Assoziationsabkommen und so, die überhaupt sozusagen den Konflikt noch offener hervorgehoben haben. Und in dieser Zeit war es auch so, dass in der Ukraine
selber Mächte gekämpft haben, also selber eigene Kapitalfraktionen, unterschiedliche Oligarchengruppen in der Ukraine um die Zukunft und um die Ausrichtung der Ukraine sich gestritten haben. Ich würde aber sagen, dass mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine und mit dem Marsch auf Kiew tatsächlich der Krieg sogar vom Charakter her noch weitergegangen ist. Denn Russland hat eben nicht nur stellvertretend für sich im Donbass sozusagen pro-russische Kräfte kämpfen lassen, kann man darüber streiten, ob es nicht auch vorher schon direkte militärische Eingriffe von Russland gegeben hat, sondern Russland hat unmittelbar selber angefangen, diesen Krieg zu führen. Und auf der anderen Seite haben wir die Situation gehabt, dass dann, nachdem halt klar war, dass Russland eben kein Regime-Change erbringen kann in Kiew, weil die Bevölkerung sich sozusagen dagegen wehrt, haben wir auch die Situation gehabt, dass die EU, die NATO, die USA auch noch offener sozusagen auch in diesem Krieg um die Zukunft in die Ukraine eingestiegen sind. Mit Waffenlieferungen, mit Erklärungen, mit vielerlei Äußerungen. Vielleicht kann ich mal ein Beispiel bringen, was ich in der ersten Woche nach dem Krieg direkt hier im Europaparlament gehört habe. Ich weiß nicht, ob alle das mitbekommen haben. Da war Frau von der Leyen, da war Herr Zelensky tatsächlich online zugeschaltet im Europaparlament. Und dann gab es halt die Reden von Frau von der Leyen, von Herrn Borrell, also dem hohen Vertreter der EU und anderen Kräften. Und im Grunde war die Botschaft an die Ukraine, kämpft, kämpft weiter, ihr kämpft auch für unsere Freiheit. Und diese Begrifflichkeit, ihr kämpft auch für unsere Freiheit, hat sich ja im Grunde bis heute durchgezogen. Und wir haben auch die Situation gehabt, dass es durchaus Verhandlungen gegeben hat in der Türkei zu einem Friedensabschluss. Und während dieser Verhandlungen und vor diesen Verhandlungen gab es Reden von Herrn Biden, zum Beispiel in Polen, wo er auch nochmal gesagt hat, man kann mit Putin nicht verhandeln und Messages gegeben hat an die Ukraine und an Osteuropa, wie man sich in diesem Krieg verhalten soll. Großbritannien hat mit hohen Diplomaten gesagt, also ich will jetzt nicht nur auf sozusagen den israelischen Staatsminister hinweisen, weil da ja durchaus die Debatte darüber ist, ob er es gesagt hat, was er gesagt hat, wie inwiefern er zurückgerudert ist. Aber auch Großbritannien hat zum Beispiel mit hohen Diplomaten sehr frühzeitig die Ukraine vor einem zu voreiligen Friedensschluss gewarnt. Frau Baerbock, unsere Außenministerin, hat gesagt, wir wollen jetzt Russland ruinieren, wir werden Russland ruinieren und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Krieg hatte ab einem gewissen Zeitpunkt den direkten Charakter, wo wir sozusagen Supermächte hatten, die tatsächlich hier sich einen Abnutzungskampf gegeben haben. Einen Abnutzungskampf ökonomisch wie auch militärisch, nur mit dem Unterschied, dass der Westen nicht auf dem Schlachtfeld blutet, dass insbesondere die Menschen aus der Ukraine bluten und dass natürlich auch russische Soldatinnen und Soldaten bluten. Hier übrigens auch immer in der Regel die ärmeren Teile der Bevölkerung auch aus Russland. Das heißt, wir haben hier meines Erachtens mit zwei Sachen zu tun. Wir haben es mit einem Abnutzungskrieg zu tun von großen imperialen Mächten, hier tatsächlich vor allen Dingen USA und Russland. Und genau diese Mächte werden diesen Krieg beenden. Also auch das muss man sich wissen. Also das muss man auch ganz klar und offen sagen. Wann dieser Krieg endet, das werden hauptsächlich entscheiden die USA und Russland. Keine anderen Mächte. Und das ist die Realität des Krieges. Und deshalb finde ich schon, dass wir als Linke in Deutschland, die ja auch Teil der NATO sind, klar diesen Charakter und diese Verwertung der NATO-Staaten ansprechen müssen und vordergründig kritisieren müssen, weil wir natürlich auch die Verantwortung haben, unsere Regierung dahin zu drängen, eben diesen Krieg nicht zu verlängern mit Waffenlieferungen und rhetorischem Aufrüsten. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das Zweite ist, man muss halt festhalten, das ist ein innerimperialer Machtkampf. Es ist im Übrigen auch ein innerimperialer Machtkampf, der über die Ukraine hinaus greift. Also wir sehen auch geopolitische Verschiebungen weltweit. Wir sehen, wie tagtäglich in alle möglichen Länder von allen möglichen Politikerinnen vom West wie auch Ost gereist wird, wie man um andere Länder wirbt. Das heißt, man ist halt auf der Suche danach, wie sozusagen eine in Anführungsstrichen neue Weltordnung aussehen soll. Und in dieser Frage der neuen Weltordnung geht es darum, welche ökonomischen und militärischen Mächte welche Einflusssphären haben werden, wie die Welt untereinander aufgeteilt werden wird. Und das ist ganz wichtig. Und ich finde, wir als Linke müssen das ganz klar benennen und das kritisieren und dann auf der anderen Seite sozusagen für die Völkerfreundschaft einstehen, nochmal deutlich machen, dass wir eben an der Seite der Bevölkerung in der Ukraine natürlich stehen, an der Seite
Seite, aber auch sozusagen der Russinnen und russischen Soldaten, die auch unter diesem Krieg leiden, die dort sterben wegen der Interessen von bestimmten Oligarchen in Russland. Und das ist, finde ich, das Entscheidende für uns, dass wir das eben sagen. Ich glaube eben nicht, und da haben wir vielleicht mit Jan, das ist dann auch mein letzter Satz, vielleicht einen leichten Dissens, ich glaube eben nicht, dass wir uns um die Frage herumdrücken können. Ich glaube, wir haben die Verantwortung, das klar zu benennen, was hier gerade passiert, und auch klar zu verurteilen, was hier gerade passiert. Die Bundesrepublik, Deutschland und auch die Europäische Union und die NATO verwerten das Leid der Menschen in der Ukraine, um hier massiv aufzurüsten und um eigene geopolitische Interessen durchzusetzen. Haben Sie eine Zeit lang ein Interesse gehabt, diesen Krieg zu verlängern? Ich bin aber auch bei Jan. Ich weiß, dass einige irgendwie ganz erschrocken gucken, wenn ich sage, naja, ich würde nicht ausschließen, dass der Krieg Ende des Jahres endet, weil alles sozusagen auch ein Kosten-Nutzen-Faktor ist. Sie haben gesagt, kämpft Ukraine, ihr kämpft für eure und unsere Freiheit. Und irgendwann, wenn es dem Westen zu teuer wird, werden sie vielleicht auch sagen, so, das war's aber, ihr Lieben, ihr habt uns ein paar Milliarden zu viel gekostet. Und dann sage ich, wie zynisch muss man sein, dass der Westen den Tod von so vielen Menschen in der Ukraine dafür in Kauf nimmt? Ich spiele mal den Ball wieder zurück an Jan, weil Özlem ja gesagt hat, Jan, wir haben da möglicherweise einen Dissens, einen kleinen. Ich weiß gar nicht, ob alle wahrgenommen haben, worin der Dissens möglicherweise besteht. Deswegen, also auch ich habe ihn nicht wahrgenommen, deswegen nochmal meine Frage irgendwie. Habt ihr einen Dissens bei der Frage der Einordnung des Krieges? Wie guckst du da drauf? Jan, du musst dein Mikro anmachen. Ja, jetzt nochmal. Ich glaube ein bisschen ja, weil ich glaube nämlich, dass dies in der NATO, im Westen und in Deutschland nicht so ganz klar ist. Denn warum gab es denn in den letzten 20 Jahren und auch nach Minsk II diese hervorragenden Beziehungen zwischen Westeuropa und Russland? Es gibt die Kapitalfraktion, die eben großes Interesse hat, dass die Wirtschaft so organisiert ist, wie sie gewesen ist. Und deswegen haben sie kein Interesse an dem Krieg. Ich glaube, da gibt es wirklich widerstreitende Interessen. Das eine ist dieses Interesse, Russland endlich mal zu Tode zu kämpfen, auszubluten und was da alles gesagt worden ist. Ich glaube, das sind vor allen Dingen Interessen von den Ländern, ich sage mal weiter im Osten der NATO, die sozusagen aus ihrer eigenen Erfahrung aus dem Ostblock und so weiter da andere Konsequenzen rausgezogen haben. Und deswegen sitzt das große Böse für sie ausschließlich in Moskau. Und wenn das große Böse in Moskau so blutet, wie es nur geht, dann ist es in deren Interesse. Und ich glaube aber, dass das deutsche Kapital da immer einen anderen Blick drauf hatte. Die waren immer gespalten. Aber warum hat denn Merkel die Russlandpolitik gemacht, die sie gemacht hat? Weil auch der Wirtschaftsflügel der CDU da, ich sag mal, ein eher sehr positives Bild auf die Beziehung zu Russland hatte. Und das heißt, diese innere Widersprüchlichkeit, die gibt es hier. Das finde ich also nicht ganz so einfach. So. Und, aber im Prinzip, naja, das ist das eine. Und das andere ist so, also innerimperialer Krieg, da kommen so zwei Mächte und beide sind böse. Das ist das eine Bild. Ich würde das aber eher so ausdrücken, hey, wenn du mir so eine Steilvorlage gibst, dann mache ich die natürlich rein. Also den Krieg begonnen hat Russland und natürlich, wenn ich auf der anderen Seite sitze und Russland, wenn du so blöde bist, das zu machen, dann nutze ich das gnadenlos bis zum Ende aus. So, wo ist da die Schuldfrage? Also manchmal kommt eine Tonalität rein, wo ich das Gefühl habe, naja, innerimperialer Krieg, Schuldfrage auf beiden Seiten gleichermaßen, ich kritisiere die, wo ich wohne, aber so ist es für mich nicht. Sondern dieser Krieg ging von Russland aus. Der Westen nutzt das schamlos aus und brutal aus und alles, was Özlem am Ende gesagt hat, das ist brutal. Die werden natürlich die Menschen in der Ukraine komplett hängen lassen. Ich meine, denen geht es nicht eine Sekunde um die Menschen in der Ukraine, da müssen wir gar nicht drüber streiten. Das kann man an so vielen Dingen nachweisen, sondern das sind ganz brutale Kosten-Nutzen-Rechnungen und am Ende sind die Menschen in der Ukraine die Gearschten. Ich meine, das ist auch eine Analyse, die teilen unsere Genossinnen in der Ukraine nicht, mit denen wir regelmäßig in Kontakt sind, aber ich bin mir da relativ sicher, dass Özlem da recht hat. Ich würde mal den Ball weitergeben an Özlem und mal sozusagen den Blick nach Deutschland richten. Ihr seid ja auch zu Gast bei der BRG Betrieb und Gewerkschaft, deswegen ist für uns natürlich auch schon nochmal wichtig, wie wirkt sich dieser Krieg eigentlich auf die Menschen hier in Deutschland aus. Wir erleben eine Inflation wie seit 1951 nicht mehr. Wir erleben Reallohnverluste, inflationsbedingte Reallohnverluste, Energiepreise. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung muss sich mittlerweile stark finanziell einschränken.
Und da stellt sich ja schon auch ein bisschen die Frage, haben eigentlich nicht abhängig Beschäftigte ein sehr grundsätzliches Desinteresse, sage ich mal, an Kriegen, weil verteilungspolitische Auseinandersetzungen schwieriger werden in Kriegszeiten. Deswegen meine Frage, Özlem, vielleicht beginnen wir an der Stelle mit dir. Wie würdest du das sehen? Also ist es so, dass abhängig Beschäftigte eher ein Interesse am Krieg haben oder eher kein Interesse am Krieg haben? Und wie würdest du die Auswirkungen auch auf die Bundesrepublik Deutschland beschreiben? Ja, ich komme sofort darauf zurück. Ulrike, lass mich nur einen Satz sagen. Ich glaube in der Frage, dass man die inneren Widersprüchlichkeiten auch innerhalb der NATO, gar innerhalb der Kapitalfraktion, die es auch in Deutschland gibt, dass man sie im Blick haben muss und dass man das auch nicht irgendwie negieren darf. Da haben wir, glaube ich, mit Jan gar nicht so die Differenz. Ich streite mich mit anderen Leuten durchaus in der Partei, wo ich sage, wenn sie sagen, naja, die USA macht das und in Deutschland will man jetzt nur noch Russland ruinieren und alles Mögliche, wo ich sage, also das eine ist Kriegsrhetorik, und was zur Verlängerung des Krieges beigetragen hat, das andere ist tatsächlich was anderes. Aber ich würde auch nicht nur sagen, dass nur die USA sozusagen ein Interesse der Verlängerung des Krieges hatte. Natürlich hat die Bundesrepublik Deutschland nicht primär und sofort das Interesse gehabt, dass der Krieg so lange wie möglich dauert, sondern im Gegenteil auch wegen der Energieversorgung und so am Anfang durchaus ein schnelles Interesse daran gehabt, an einen schnellen Friedensschluss. Nicht umsonst ist Herr Scholz in die Türkei nach Antalya geflogen, als es dort Verhandlungen gab. Und da waren schon Differenzen zwischen der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich auf der einen Seite und den USA. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass die herrschende Meinung in der Bundesrepublik Deutschland und die herrschende sozusagen die sich durchgesetzte Meinung der Meinung ist, dass natürlich Russlands Angriff, Überfall auf die Ukraine die bisherige Ordnung in Frage stellt. Und die bisherige Ordnung hat natürlich auch eine Sicherung der Dominanz des deutschen und französischen Kapitals in Europa mit sich gebracht. Und sie haben deshalb auch sich dafür entschieden, zu sagen, wir müssen den Preis für Russland in die Höhe treiben, wenn das zu günstig wird für Russland, diesen Krieg schnell zu beenden und die eigenen Interessen durchzusetzen, dann sind unsere Interessen negativ berührt. Also da haben wir, glaube ich, nicht so den Dissens, wir haben den Dissens in der Frage, Jan, wie stark muss man das betonen und wie sehr ist das unsere Aufgabe als Linke? Und ich finde, das ist unsere primäre Aufgabe und zwar auch aus dem Blickpunkt heraus, dass ich finde, wir müssen auf diesen Krieg aus einem Klassenstandpunkt heraus antworten. Eben nicht nur aus der Frage, wie agieren Staaten, sondern was ist das Interesse unserer Klasse? Und unsere Klasse, wenn ich davon spreche, meine ich nicht nur unsere Klasse in Deutschland, sondern meine ich auch unsere Klasse in Russland, meine ich unsere Klasse in der Ukraine oder in Afrika, die ja am Anfang des Krieges ja massiv geblutet haben, und zwar ökonomisch, was den Hunger und weiteres angeht, von diesem Krieg. Und dann komme ich auch direkt zu deiner Frage, Ulrike. Selbstverständlich haben die Beschäftigten, haben die Gewerkschaften kein Interesse daran, dass dieser Krieg so lange wie möglich dauert. Es ist auch die Bevölkerung in Russland, so wie die Sanktionen im Moment zum Beispiel von der Europäischen Union gestaltet werden, die negativ betroffen sind von diesem Krieg. Es ist die Bevölkerung in der Ukraine, die während des Krieges und die Arbeiterklasse in der Ukraine zum Beispiel, die während des Krieges und unter dem Vorwand des Krieges im Moment massive Angriffe auf Gewerkschaftsrechte erleben muss, wo zum Beispiel auch Arbeitnehmerinnenrechte ausgehöhlt wurden in der Ukraine. Wir haben mit dem Krieg zusammen eine massive Aufrüstungswelle erlebt. In Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Staaten und nicht nur in den europäischen Staaten, sondern weltweit eine massive Militarisierungswelle erlebt. Diese wirkt sich natürlich negativ auf die Beschäftigten in dem Sinne, dass die Frage ja ist, wer bezahlt diese ganzen militärischen Güter, die neu beschafft werden, entweder unmittelbar für den Krieg für die Ukraine oder in der Ukraine oder auch für hier. Und ich meine, eine Erinnerung nochmal an dieser Stelle vielleicht. Es war Christian Lindner, unser Finanzminister, der am Anfang des Krieges, wo es hieß, hier wird um 100 Milliarden aufgerüstet, dann in einer Sat.1-Frühstückssendung gesagt hat, ja, ist ja klar, da müssen wir das gegenfinanzieren und dann müssen vielleicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereit sein, mehr zu arbeiten, Überstunden zu leisten. Der hat das gesagt, sie haben das in Deutschland erstmal mit dem Sondervermögen gelöst. Aber wir haben noch die Debatte über das 2% NATO-Ziel. Früher wurde das in Deutschland kontrovers diskutiert. Heute
ist das sozusagen eine gesetzte Nummer und keiner diskutiert darüber. Wer bezahlt diese 2%, die wir dann für den Verteidigungshaushalt vorsehen sollen? Wo fehlen diese Gelder zum einen? Und wer bezahlt es? Führt es zur Sicherheit für die Arbeiterinnenklasse? Wir haben die Situation, dass in Dänemark Feiertage abgeschafft werden, damit die das Bruttoinlandsprodukt sozusagen und die Wirtschaft von Dänemark angekurbelt wird, damit man eben auch die Aufrüstung, die Dänemark vorsieht, bezahlen kann. Das haben wir noch nicht in Deutschland. Wir haben sozusagen eine Politik der Ampelkoalition, die versucht, ein bisschen abzufedern, um Protest abzufedern. Aber nichtsdestotrotz müssen wir die Realität sehen. Und wir haben gerade eine Tarifrunde im öffentlichen Dienst, in anderen Bereichen. Und ich weiß, dass Kolleginnen und Kollegen mir erzählen, dass auch in den Tarifrunden durchaus von den Arbeitgeberinnen auch mal argumentiert wird, naja, wir können das, es geht um unsere Sicherheit ist in Frage gestellt. Und wir können jetzt nicht irgendwie so viel Geld auch für die Arbeitnehmerinnen geben. Also natürlich hat die Arbeiterinnenklasse in Deutschland, in der Ukraine, in Russland, in Afrika, überall auf der Welt ein Interesse, nämlich Frieden. Nicht Frieden nur um des Friedens willen, sondern weil Krieg auch immer auf ihrem Rücken finanziert wird und mit ihrem Blut bezahlt wird. Und das, finde ich, müssen wir ganz, ganz klar sagen. Und die Inflation, darüber brauche ich, glaube ich, hier nicht weiterreden. Und dass jetzt auch Schlagworte fallen wie Kriegswirtschaft. Das haben wir auch gehört. Kriegswirtschaft bedeutet übrigens nicht nur mehr Geld für Aufrüstung, sondern dass die, wir sind weit von einer Kriegswirtschaft entfernt, ne? Das will ich nicht sagen, aber die Debatte und der Diskurs verändert sich. Und das in Kriegswirtschaft bedeutet aber, dass zum Beispiel die komplette Wirtschaft im Land sozusagen sich auf die Bedürfnisse des Krieges sozusagen orientieren müssen. Wenn solche Testballons heute in Deutschland fallen, dann ist das ein Problem und dann ist das natürlich eine zentrale Frage für die Arbeiterinnen, für die Beschäftigten, abhängig Beschäftigten und Gewerkschaften, sich hier zu positionieren und zu sagen, wir müssen Kriege stoppen. Deshalb, ich bin auch der Überzeugung, dass eine Friedensbewegung, die nicht getragen ist im Herzen von der Arbeiterinnenbewegung, nicht sozusagen sehr erfolgreich sein wird. Deshalb wird das, finde ich, meines Erachtens auch als Gewerkschafterin eine zentrale Auseinandersetzung für uns sein. Ich spiele den Ball mal weiter zu Jan. Jan, bist du da oder hast du dich nur blind geschaltet? Ich sehe mich. Ah, du siehst dich. Ach so, ich habe dich gar nicht gesehen. Ich glaube, der Dissens ist da gar nicht, bildet sich da gar nicht so ab. Ich glaube, eine ähnliche Einschätzung haben wir wahrscheinlich alle. Aber an dich vielleicht auch nochmal die Frage weitergestellt. Wie guckst du da drauf? Wie wirkt sich dieser Krieg auf die Bundesrepublik Deutschland, insbesondere auf die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, Büros, Krankenhäusern und so weiter aus? Özlem hat ja gerade nochmal auf den öffentlichen Dienst hingewiesen. Finde sehr einleuchtend da eigentlich Boris Pistorius, der als Verteidigungsminister schon auch nochmal vor einem hohen Abschluss im öffentlichen Dienst gewarnt hat, weil er gesagt hat, wenn es da einen hohen Abschluss gibt, dann kriegen wir Probleme bei der bei der Ausfinanzierung der Bundeswehr. Deswegen würde mich einfach noch mal interessieren, wie du da drauf guckst, Jan. Ja, Özlem hat auch mit allem recht. Mein Argument ist immer ganz kurz. Geld ist genug da, das wissen wir spätestens seit dem 100-Milliarden-Paket. Punkt. Das Geld ist da, muss halt nur für die richtigen Sachen ausgegeben werden. Und wenn jetzt irgendwer sagt, aber diese 100 Milliarden brauchen wir doch für die Sicherheit, das hat mit dem Ukraine-Krieg nichts zu tun. Das kann man auch überall sagen. Seit Jahren läuft die Debatte um die 2%, dann überfällt Russland die Ukraine und 3 Tage später peitschen das durch den Bundestag. Das heißt, das ist der Plan, den sie lange hatten, der nie durchsetzbar war mit den 2% in der deutschen Bevölkerung. Sie haben einfach diesen Krieg ausgenutzt, um das durchzuwinken. Also, aber da würde ich immer überall argumentieren, Geld ist genug da. Wenn Sie die 100 Milliarden über Nacht aus dem Hut zaubern können, dann können Sie hier auch einen vernünftigen Abschluss raus dem Hut zaubern. Ich glaube, die Situation für die progressiven Gewerkschaften in der Ukraine, die ist nochmal ganz anders. Und das ist, glaube ich, auch eine Situation, wo wir echt noch was lernen müssen. Also wir hatten im letzten Sommer einen Call, irgendwie auch war ein Gewerkschafter mit dabei in der Ukraine, der sagte, sie organisieren ja gerade einen Streik gegen die Verschärfung der Arbeitszeitregelung und gleichzeitig kämpft er aber auch mit der Waffe in der Hand für die gleiche Regierung, gegen die er jetzt streikte. Also die sind ja natürlich zerrissen und sie kämpfen tatsächlich mit der Waffe in der Hand gegen die russische Invasion, weil sie sagen, das hier war ein scheiß neoliberales Oligarchenland, aber unsere Möglichkeiten, sich hier zu äußern, zu bewegen und politisch zu arbeiten, waren wenigstens noch halbwegs vorhanden. In Russland ist das gar nicht mehr und deswegen wollen wir auf gar keinen Fall unter russischer Besatzung leben. Deswegen kämpfen wir gegen die russische Invasion und gegen die ukrainische Regierung, gegen die Verschärfung der Arbeitszeitbedingungen. So.
Das fand ich schon mal was, da musst du auch erstmal dreimal drüber nachdenken, dass du gleichzeitig für und gegen diesen Starter kämpfst. Ist also ein bisschen komplexer da, die Situation für die Arbeitnehmerin. Aber hier finde ich das sowas von eindeutig. Ich will nur eins noch zur Inflation sagen. Also ich bin kein Ökonom. Mich würde das mal wirklich interessieren, eine vernünftige Analyse. Es gibt ja eigentlich drei Ansatzpunkte, diese Inflation zu erklären. Das eine, schon im Januar vor dem Überfall, irgendwie war die Inflation, glaube ich, fast im zweistelligen Bereich. Also das heißt, die ist schon vorher sehr hoch gewesen, was ja ein bisschen darauf hindeutet, dass die Inflation zum großen Teil auch Corona getrieben ist oder was auch immer. Das Zweite, es gibt ja seit 4 Wochen diese wunderbare Arbeit von Isabella Weber, die nachgewiesen hat, dass die Inflation vor allen Dingen durch die Extraprofite der Großkonzerne getrieben wurden. Also eine völlig neue ökonomische Theorie hat sie da aufgestellt. Und sozusagen die traditionelle Inflationstheorie konnte sie richtig nachweisen an konkreten Beispielen, dass es hier anders gelaufen ist. Wo sie eben auch sagt, das kannst du denn eben auch ganz schnell gegensteuern, indem du einfach diese Extraprofite der Großkonzerne verhinderst. Und das Dritte ist der Krieg. So, und aber welche Rolle jetzt, also diese Extraprofite der Konzerne, Corona und der Krieg prozentual anteilig bei der Inflation, das weiß ich alles gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr da bessere Zahlen habt bei der B&G, aber ich kann das gar nicht einschätzen. Ich glaube, im Wesentlichen ist die Inflation natürlich auch auf die steigenden Energiepreise zurückzuführen und zeigt eben aber auch deutlich, wie sich Rahmenbedingungen in Kriegszeiten verändern. Ne? Also Rahmenbedingungen auch für Umverteilungspolitik, für Tarifpolitik. Wir sehen ja in den aktuellen Tarifauseinandersetzungen, wie schwer es ist, auch wirklich einen Inflationsausgleich wirklich auch durchzusetzen gegen die Interessen der Arbeitgeber, selbst dann, wenn die Arbeitgeber eigentlich gewählte Politikerinnen und Politiker wie in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes sind. Genau, aber lasst uns vielleicht auch mit Blick auf die Uhr nochmal zu einer letzten Frage kommen, weil ich glaube, es ist schon auch nochmal eine zentrale Frage, die wir diskutieren sollten, nämlich die Frage, was heißt das eigentlich für unsere eigene Partei? Wir erleben ja gerade, wie die Frage von Krieg und Frieden, der Blick auf die Friedensbewegung, mit was für einer Friedensbewegung haben wir es zu tun, was für eine Rolle muss die Linke darin spielen, wie diese Fragen auch ein Stück weit unsere Partei vor, vielleicht nicht vor Zerreißprozesse stellen, aber vor neue strategische Herausforderungen. Meine Frage ist, was heißt jetzt diese ganze Debatte, die wir geführt haben, also Auswirkungen des Krieges auf die Situation der abhängig Beschäftigten, die negativen Auswirkungen und auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch die Verortung des Krieges, den Charakter des Krieges, den ihr beschrieben habt. Was heißt das jetzt für uns als Linke? Özlem hat vorhin gesagt, wir dürfen nicht die Perspektive von sozusagen Staaten einnehmen, sondern wir müssen durch die Brille der abhängig Beschäftigten eigentlich auf diesen Krieg gucken als linke Partei und uns an deren Seite stellen. Meine Frage vielleicht auch an dich, Jan, beginnend mit dir, was würdest du sagen, was ist jetzt die Aufgabe der Linken in Bezug beispielsweise auf die Friedensbewegung? Wie müssen wir vorgehen? Was sind die nächsten strategischen Schritte deiner Meinung nach? Also ehrlich gesagt finde ich das ja relativ einfach sogar. Ich verstehe ja, dass es diese totalen Gräben gab, weil am Anfang waren alle verunsichert und viele haben sich auch entweder in Wahrheiten geflüchtet oder wie auch immer. Und wie wir Linke so sind, dann wissen wir es immer besser. Und dadurch sind die Gräben entstanden. Aber die Verunsicherung, die war ja in der ganzen Gesellschaft zu spüren. Ich bin in den letzten 12 Monaten durch ganz Deutschland gefahren mit Veranstaltungen und so. Und waren nicht nur Parteimitglieder. Und du spürst eine extreme Verunsicherung. Leute, die immer gegen Waffen waren, sind plötzlich dafür. Aber auch umgekehrt. Leute, die sagen, ich war noch nie eine Pazifistin, aber jetzt, das geht doch nicht. Und so. Aber über den Punkt sind wir jetzt hinweg. Also ich glaube, ein guter Anfang war eigentlich schon vor 10 Monaten, da gab es ja die Initiative gegen das 100-Milliarden-Paket. Da gab es einen Aufruf, da waren auch die Gewerkschaften stark mit dabei. Das ist denn in diesem Streit um Waffen, ja, nein, oder wie schwer dürfen die Waffen sein, ist es untergegangen. Wir haben es nicht geschafft, aus diesem Zündfunken, der am Anfang da war und der ja auch groß war und auch hörbar war, so für 1-2 Wochen, daraus eine Bewegung zu machen, weil wir sozusagen totgerollt worden sind von der Debatte. Aber ich glaube, jetzt ist vorbei mit Defensive. Ich glaube, jetzt ist Offensive angesagt. All die für Waffenlieferung sind und die das 1000-fach begründen können, völlig egal, die müssen wir jetzt immer vor die Frage stellen, was ist denn euer Plan B? Ihr könnt jetzt noch 10 Jahre weiter Waffen liefern, aber wie wollt ihr denn zu einer Friedenslösung kommen? Das ist doch der entscheidende Punkt. Und da können wir jetzt in die Offensive kommen und sagen, es geht jetzt nicht mehr darum, wie lange dieser Krieg mit welchen Waffen geführt wird. Es geht darum, wie kann der Krieg beendet werden. Und der erste Schritt zur Beendigung des Krieges sind Friedensverhandlungen.
Warum haben wir noch nie irgendeinen Plan zu Beginn von Friedensverhandlungen aus der Bundesregierung gehört oder von irgendeinem dieser ganzen Menschen, die da Waffen liefern wollen? Und dieser Schritt in die Offensive, der klappt auch. Also ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe. Letzte Woche hat Wolfgang Ischinger im Tagesspiegel einen extrem bemerkenswerten Text geschrieben. Den kann ich euch allen nur empfehlen. Da hat Wolfgang Ischinger, der echt kein Linker ist, der hat geschrieben, wir müssen endlich Friedensverhandlungen vorbereiten, sonst überlassen wir die ganze Debatte nur den Schwarzers, Prechts und Wagenknechts. So. Das hat er auch wörtlich damit begründet. Sondern ich finde, das ist der Moment der Offensive, wo wir sagen, Leute, streitet euch weiter über Waffen. Wir wollen jetzt von euch wissen, wie kommt ihr denn zu einer Friedenslösung? Mit Waffen kommt ihr nicht dahin. Sondern was ist euer Plan? Wie wollt ihr die an den Verhandlungstisch bringen? Da können wir sie vor uns hertreiben. Und das Zweite eben diese Ablehnung des 100-Milliarden-Pakets. Das hatte einen guten Start im März, im Mai war das, glaube ich, ist dann leider eingeschlafen. Aber in der Ablehnung des 100-Milliarden-Pakets, da wissen wir auch eine ganz große Mehrheit in Deutschland hinter uns. Also ich finde es eigentlich einfach, wenn wir einfach mal sagen können, ja, es ist zulässig, es ist völlig in Ordnung, dass Leute verunsichert sind, dass Leute deswegen auch eher für Waffenlieferung tendieren oder eher dagegen, aber mit Bauchschmerzen und nicht so richtig wissen. Das sind ganz viele emotionale Faktoren. Das ist völlig in Ordnung, das lassen wir auch zu. Aber einig sind wir uns, die 100 Milliarden sind falsch und macht man einen Plan zum Frieden. Das sind die beiden Punkte, mit denen wir gut rausgehen können. An einem Punkt sind wir wirklich völlig anderer Meinung, Özlem, und das ist die Frage, ob wir auch die Perspektive von Staaten einnehmen oder nicht. Also ich habe 35 Jahre meines Lebens Politik gemacht, ohne in der Partei zu sein. Da hat mich die Perspektive von Staaten scheiß interessiert. Aber wenn ich für eine Partei antrete, die sich in den Bundestag wählen lässt, dann wird diese Partei auch gefragt, was würdest du tun, wenn du regieren würdest? Und das ist eine berechtigte Frage und ich finde, da müssen wir auch darauf antworten. Deswegen, also ich verstehe es, als Gewerkschaft würde ich immer sagen, was interessiert mich die Perspektive von Staaten? Aber als Partei, die sich in den Bundestag wählen lässt, müssen wir auch mal die Perspektive von Staaten einnehmen und deswegen eben auch Überlegungen haben, also wie könnte man China dazu bewegen, ein Verhandlungsformat aufzulegen? Die Frage stellt sich uns ganz praktisch und nicht nur, wenn du im Fernsehen sitzt, sondern auch im Bundestag. Özlem, ich reiche die Frage an dich weiter. Was glaubst du, sind die Aufgaben der Linken jetzt, um Druck auch zu machen, auf die Bundesregierung ihren Kurs zu verändern? Jan, wenn man Außenpolitik macht und wenn man Sicherheitspolitik macht, kommt man nicht daran vorbei, die Perspektiven von Staaten, deren Interessen und deren Bedürfnisse mit zu berücksichtigen und zu analysieren. Also wenn man das nicht macht, kann man keine Außenpolitik machen. Das ist, glaube ich, für uns beide selbstverständlich und dass man das auch machen muss. Aber wo ich zum Beispiel sage, damals irgendwie kurz nach dem Krieg kam ja von dir auch der Vorschlag, jetzt müssen wir China dazu bewegen, diesen Krieg zu beenden. Wie wäre es, wenn die Linke sagt, jetzt müssen wir erstmal nicht China dazu bewegen, diesen Krieg zu beenden? Zum Beispiel, das ist so ein kleiner Dissens. Ich glaube, man hört halt den Dissens zwischen uns beiden raus, wenn man halt nur genauer sozusagen an der Oberfläche kratzt. Warum China auffordern, diesen Krieg zu beenden, wenn unsere eigene Regierung mit ein Faktor ist, diesen Krieg zu verlängern? Dann sehe ich meine primäre Aufgabe als eine linke Partei in Opposition zu sagen, ich möchte, dass die Bundesrepublik Deutschland einen Beitrag zum Frieden leistet. Und das, was unsere Außenministerin macht, ist kein Beitrag zum Frieden. Kriege werden immer mit Narrativen geführt. Und es war so, dass zum Beispiel auch die Verunsicherung deshalb in der Bevölkerung sich breit gemacht hat, weil zwei Argumente gab. Das eine Argument war ja zum Beispiel ein zentrales Argument. Das hat Herr Biden, Frau von der Leyen, alle haben es gebracht. Es ist ein Krieg zwischen Autokratie versus Demokratie. Und natürlich bevorzuge ich immer die liberale Demokratie gegenüber der Autokratie. Also muss es dann sozusagen richtig weitergeführt werden, dieser Krieg. Und dieses Narrativ hätten wir als Linke offensiv angreifen können. Und zwar, indem wir deutlich machen, Militarismus wird niemals die liberale Demokratie stärken. Diese Aufrüstungspakete, die uns hier geboten wurden, und die hier aufgetischt wurden, werden auch nicht für unsere Sicherheit sozusagen zu unserer Sicherheit beitragen. Und hier viel offensiver hätte die Linke auftreten können. Denn man muss doch sagen, ich finde es beeindruckend. Ich meine, wir haben eine massive Propagandamaschinerie hier im Westen, genauso wie auch in Russland. Also da läuft auch die Propagandamaschinerie hoch her. Und trotzdem sagt die Hälfte der Bevölkerung,
Nein, ich will, dass es einen Friedensprozess gibt. Ich meine, was für eine Möglichkeit ist das für eine linke Partei, da eben nicht in Unsicherheit zu verfallen, sondern offensiv aufzutreten? Ich meine, du und ich haben vielleicht auch die bessere Möglichkeit gehabt, offensiv aufzutreten, weil wir niemals irgendwie das Putin-Regime relativiert haben und immer auch diese Verhältnisse gesehen haben. Und andere hatten da vielleicht größere Schwierigkeiten. Aber warum ziehen wir uns einen Schuh an, weil die Medien uns diesen Schuh aufdrücken, dass jedes Zeichen aus unserer Partei gegen diesen Krieg irgendwie automatisch Putin-Versteherei wäre? Denn es ist immer in Kriegen so, dass wenn Kriege länger dauern, diese Erfahrung haben wir im Afghanistan-Krieg gemacht, diese Erfahrung gab es im Kosovo-Krieg und weiteren Kriegen. Je länger Kriege dauern, umso mehr erzeugen Kriege auch natürlich den Unmut in der Bevölkerung. Und das ist doch die Realität. Das Problem, vor dem die Linke steht, eine linke Partei steht, ist meines Erachtens, Kriege werden immer nur so lange geführt, wie die Bevölkerung natürlich diese Kriege als gerecht erachten. Das ist doch ein Problem. Und dann sehe ich die Aufgabe als von uns Linken darin, aufzuklären, zu benennen, zu sagen, was die Hintergründe dieses Krieges sind, zu sagen, welche Interessen hier tatsächlich zu diesem Krieg führen und welche Interessen denen gegenüberstehen. Also so verstehe ich zumindest unsere Rolle. Und das wäre etwas, was wir als Linke viel, viel mehr machen können. Auch wenn ich ganz bei dir bin, zu sagen, der Appell war doch eine Möglichkeit. Wir in Düsseldorf haben zum Beispiel dann ein Bündnis gegründet mit Sozialdemokraten, mit Gewerkschaftern gegen die Militarisierung. Im Übrigen sind das Kolleginnen und Kollegen gewesen, die zum Teil am Anfang nichts gegen Waffenlieferungen oder sonst was hatten, die aber mit uns heute auch auf die Straße gehen, wenn es um die Waffenlieferungen geht und die diesen Krieg verlängern. Weil natürlich hier doch auch ein Zusammenhang ist. Je mehr Waffen geliefert werden, je länger dieser Krieg dauert, umso mehr muss doch auch hier aufgerüstet werden. Und das ist doch irgendwie sozusagen ein kausaler Zusammenhang, den wir als Linke natürlich aufgreifen können und angreifen können. Ich wünsche mir zumindest, dass wir es noch klarer machen, denn ich sage wie du auch, also es ist für mich nicht ausgeschlossen, dass der Krieg in der Ukraine demnächst Ende des Jahres oder wann auch immer, ich habe keine Glaskugel, will mich auf nichts festnageln lassen, aber eingefroren wird. Aber wenn der Krieg in der Ukraine eingefroren wird, wird die Militarisierungswelle nicht aufhören. Sind die geopolitischen Verschiebungen und der Kampf um die Aufteilung der Märkte in der Welt und um Macht- und Einflusszonen nicht aufgehoben? Wir steuern immer mehr auf eine kriegerische Zeit hin. Und da, in dieser kriegerischen Zeit, muss die Linke offensiv und selbstbewusst auftreten können und das noch klarer benennen und auch vor den Analysen keine Angst haben. Also zu sagen, was ist, ist die revolutionärste Tat, hatte Rosa Luxemburg gesagt. Und wenn wir sagen, was ist und darüber aufklären, was hier läuft, dann können wir eben noch mehr Menschen genau für diese Idee gewinnen. Und wir müssen mehr Menschen gewinnen für diese Idee, wenn wir weitere Kriege verhindern wollen oder wollen, dass dieser Krieg aufhört, zumindest dann auch, wenn unsere Regierung, wenn die EU selber und die NATO selber ja auch indirekte Kriegspartei in der Ukraine ist. Und das ist die Wahrheit. Im Übrigen gibt es noch eine Sache, die mich und Jan unterscheidet. Jan ist Pazifist, ich bin keine Pazifistin und argumentiere auch nicht gegen die Waffenlieferung aus einer pazifistischen Haltung heraus, sondern eben aus der Haltung heraus, wie das auf dem Schlachtfeld aussieht. Und ich finde, ein zentrales Argument ist, wenn die USA selber schon im Oktober erklärt, dass die Ukraine und der Generalstabschef, also das ist nicht irgendwer, das ist der Militärexperte der USA, der Weltmacht Nummer eins, ja, dass die Ukraine diesen Krieg nicht militärisch auf dem Schlachtfeld, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Ukraine diesen Krieg militärisch auf dem Schlachtfeld gewinnen kann, dann finde ich, müssen wir offensiv auch sagen, wenn es so ist, warum verlängert ihr den Krieg? Warum tragt ihr nicht dazu bei, diesen Krieg zu beenden? Denn die USA führt doch den Konflikt mit Russland. Dieser Krieg hat auch eine Vorgeschichte und auch die können wir durchaus als Linke benennen. So, mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt mal an der Stelle einen Cut machen, weil das Gespräch doch ein bisschen länger gedauert hat als geplant. Ich aber es trotzdem ganz gut fände, wenn wir nochmal schauen, was sagen eigentlich die Genossen und Genossen zu der Diskussion und was brennt ihnen sozusagen unter den Nägeln. Deswegen übergebe ich jetzt mal an den Nils mit der Bitte mal zu sagen, was wir an Fragen oder möglicherweise auch Kommentaren im Chat haben. Nils, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Ulrike. Also ich habe mittlerweile jede Menge Fragen im Chat, auch einige Diskussionen sozusagen, die schon gestartet sind, zu denen man sich auch mal äußern kann. Ich würde das mal versuchen, ein bisschen zusammenzufassen. Aber das Erste, was sozusagen ja immer wieder die Frage ist, die Frage nach Verhandlungen und die Frage erstmal sozusagen, sollen es überhaupt Vorbedingungen für Verhandlungen geben?
Oder auch die Frage, wie könnte man denn zu Verhandlungen kommen? Und ist es eine linke Perspektive, Entschuldigung, dass man einfach nur den Appell an die Herrschenden richtet, führt doch bitte Verhandlungen und sozusagen sich selber ein Stück weit als Akteur daraus zu nehmen. Das ist der eine Komplex, zu dem ihr sicherlich auch interessant etwas beizutragen könntet. Also ich würde jetzt einfach mal erstmal Jan wiedergeben, wie siehst du das sozusagen? Sollte es Vorbedingungen geben? Gibt es, ist es eine linke Perspektive, nur Verhandlungen zu fordern und wie kann man da hinkommen? Also wer Vorbedingungen für Verhandlungen stellt, möchte nicht verhandeln. Ich meine, es ist eine völlig legitime Erwartungshaltung der Ukraine zu sagen, die russische Armee muss sich auf die Grenzen vom 23. Februar zurückziehen. So, aber wenn ich sage, das ist die Vorbedingung für Verhandlungen, dann will ich nicht verhandeln. Das ist das Ergebnis von Verhandlungen oder das mögliche Ergebnis von Verhandlungen. Aber das ist, sieht man in allen Konflikten natürlich, stellen alle erstmal Maximalforderungen und glauben, sie können sie noch militärisch erreichen, wollen nicht verhandeln und sagen sie, ja, natürlich will ich verhandeln, wenn ihr und so. Also insofern, das ist gar keine Frage von gut oder schlecht oder richtig oder falsch, sondern Verhandlungen finden nicht statt, wenn Vorbedingungen gestellt werden. Insofern ist das eine relativ einfache Geschichte. Die zweite Frage ist ja, wie kann man da hinkommen? Und was ist eine linke Perspektive da drin? Wie kann man da hinkommen? Das ist tatsächlich genau das, was Özlem gesagt hat. Du brauchst, das ist die Erfahrung aus anderen Kriegen, wie ist es im Bosnienkrieg zu Verhandlungen gekommen? Du brauchst die engsten Verbündeten der kriegführenden Staaten oder Kräfte, damit die zu Verhandlungen bereit sind. Also es gibt drei Wege, wie ein Krieg beendet werden kann. Eine Seite siegt, das wird hier nicht passieren. Beide Seiten sind kriegsmüde. Das dauert 5, 18, 15, 20 Jahre, also sehr, sehr lange. Und wenn du diesen Krieg in der Ukraine früher beenden willst, dann brauchst du Punkt 3. Und das ist die Möglichkeit, dass sich in einem Land politisch was verändert. Das kann Regime-Change sein, das findet hier nicht statt. Aber es kann eben sein, dass engste Verbündete sagen, nun ist mal gut. Also in Bosnien war es tatsächlich den Russland, die zu den Serben gesagt haben und die Amis, die zu den Bosniaken gesagt haben, jetzt ist mal gut, jetzt setzt euch in den Verhandlungstisch. Das ist die einzige Situation, die wir aus, oder fast die einzige Situation, die wir aus den verschiedenen Kriegen kennen, dass sich die kriegstreibenden Kräfte, bevor sie kriegsmüde sind, auch an den Verhandlungstisch setzen. Also insofern ist es richtig zu sagen, es braucht Angebote an China, damit die aktiver werden. Das können wir jetzt, will ich nicht weiter ins Detail gehen, das ist nämlich sehr, sehr, sehr komplex, sag ich mal. Aber da könnte die Bundesregierung sehr viel Richtiges tun und sie hat bis jetzt alles Falsches getan, auch aus Gründen, die geostrategisch sind. So. Und ist das überhaupt eine linke Forderung nach Verhandlungen? Weil das ist ja sozusagen nur ein Appell an die Regierenden. Ja, ist es. Also, weil die andere Alternative, die du hast, die Organisierung der internationalen Arbeiterbewegung, die Chancen dafür sind in Russland gerade extrem schlecht. Wir haben bei uns in der Stiftung ja Leute wie Lutz Branksch, die seit 40 Jahren irgendwie aufs Engste und Naheste irgendwie die politischen Entwicklungen in der damals Sowjetunion und dann Russland verfolgen. Der hat ziemlich gute Analysen und er sagt, also wenn es da überhaupt Konkurrenzen um die Macht gibt, ist das zwischen verschiedenen Eliten und da redest du über Teufel oder Beelzebub, aber nicht über irgendeine Art von Revolte oder Organisierung von unten, weil alle, die eine Organisationskraft haben, sind mittlerweile außer Landes oder im Knast. Also insofern ist das immer richtig, das zu sagen, aber die Perspektive sehe ich da im Moment gar nicht. So, und ich sage mal, unsere Ansprechpartnerin von Linken und gewerkschaftlich Organisierten in der Ukraine, die sagen, Verhandlungen auf keinen Fall, wir kämpfen die Russen erstmal zurück. Kann ich aus deren Perspektive verstehen, ist aber nicht meine Position. Jetzt war ich stumm. Also dann willst du auch nochmal auf die Fragen eingehen, die ich eben gestellt habe. Also gibt es eine Perspektive und ist das überhaupt unsere Perspektive, Verhandlungen zu fordern? Also selbstverständlich, wenn man auf internationale Politik macht, muss man natürlich auch auf Diplomatie, die Herrschenden auf Diplomatie drängen, damit sie eben nicht auf unserem Rücken Kriege führen. Insofern, ich habe, glaube ich, irgendwie 2 Wochen nach dem Krieg gesagt, wir müssen jetzt auch Verhandlungen fordern und habe es begrüßt, dass Herr Selenskyj ja ganz am Anfang Verhandlungen gefordert hat und sogar auch sich gefreut hat, dass China gesagt hat, China und sogar China angerufen hat und sich gefreut hat, dass China, Deutschland und Frankreich zum Beispiel daran interessiert waren, eben Verhandlungen laufen zu lassen. Ja, also das war aber ein Zeitpunkt, da hätten wir danach, als sich das geändert hat, auch nochmal offensiver reingehen
können und müssen in unserer Verantwortung. Und was Verhandlungen angeht, da bin ich ganz bei, ja, natürlich müssen Verhandlungen irgendwie darauf hinauslaufen, dass Interessensausgleich gewahrt wird. Und wie gesagt, dieser Krieg hat auch eine Vorgeschichte. Und man muss halt sagen, dass es darum gehen muss, dass die Interessen nach Sicherheit, in Anführungsstrichen, sowohl für die Ukraine als auch für Russland, dann am Ergebnis, am Ende dieser Verhandlungen gewahrt werden. Und das ist das Entscheidende. Das Allerwichtigste aber meines Erachtens ist tatsächlich, auf einen Waffenstillstand auch zu drängen. Also es gibt ja auch jene, die sagen, Waffenstillstand gibt es erst nur dann, wenn die Lösung auf dem Tisch ist, wie dieser Krieg sozusagen oder wie die Zukunftsarchitektur aussehen soll. Ich finde, wir müssen halt schon darauf plädieren und dafür uns einsetzen und stark machen, dass es zu einem schnelleren Waffenstillstand kommt und dass es auch durchaus zu einem Waffenstillstand kommen kann, bevor eben alles ausverhandelt ist. Da bin ich, glaube ich, mit Jan gar nicht auseinander. Das müssen wir machen. Aber wir dürfen als linke Partei niemals auch unsere Perspektive sozusagen verlieren, dass wir auch die Kritik an unseren Regierungen immer wieder formulieren müssen und die Verwertung des Krieges kritisieren müssen. Also eine Mischung aus beiden. Genau, daran nochmal anknüpfen, weil das jetzt auch in verschiedenen Beiträgen war, die im Chat kamen. Das ist die Frage sozusagen, macht man die Ukraine, also Jan hat eben gesagt sozusagen, dass die Position der progressiven Kräfte in der Ukraine in der Regel eher ist, wir kämpfen jetzt die Russen erstmal zurück und wenn man jetzt sozusagen von hier aus Forderungen stellt in Richtung Verhandlungen, macht man die Ukraine dann nicht zu einem Objekt sozusagen von der Weltpolitik und nicht mehr auch zu einem eigenen Subjekt ihrer eigenen Interesse, und ist es sozusagen dann die Position der Linken, dass das ein Erfolg sein darf für Russland sozusagen. Das ist ja auch das, was von bürgerlicher Seite so häufig kommt, sozusagen. Wir dürfen auf gar keinen Fall zulassen, dass irgendein Erfolg für Putin dabei herausspringt, wenn er jetzt sozusagen bei Verhandlungen ein Stück Land sozusagen zugesprochen bekommt oder ähnliches. Also würdest du das auch so sehen, dass das sozusagen ein Problem für diese Forderung ist, Özlem? Also, dass Menschen sozusagen nach einem Überfall erstmal sagen, ich möchte mich selbst verteidigen gegen diesen Überfall. Das ist irgendwie, glaube ich, eine ganz normale Reaktion, und das ist keine Reaktion, die bei mir irgendwie Kopfschütteln ausruft. Im Gegenteil. Ich habe aber zum Beispiel auch diverse Interviews mittlerweile auch aus der Ukraine gesehen, wo auch die Bevölkerung in der Ukraine selber sagt, naja, die Lösung des Konfliktes wird für uns möglicherweise doch nicht auf dem Schlachtfeld sein, weil eben immer mehr Menschen sterben und auch sozusagen die Ukraine militärisch so komplett abhängig ist vom Westen und eigentlich im Grunde alleine im Moment ja schon längst nicht hätte weiterkämpfen können. Das ist ja auch ein Fakt, was sich deutlich zeigt. Und deshalb ist das halt, glaube ich, nicht auch von der Hand zu weisen, dass eben nicht, also was es, worum es mir nicht geht, ist sozusagen die Menschen in der Ukraine als Objekte zu Objekten zu degradieren, aber eben auch nochmal deutlich zu machen, natürlich sind das Subjekte, die selber auch handeln und entscheiden, aber es sind eben auch Regierungen, die hier unterwegs sind. Und was man halt ganz klar sagen muss, ist, dass die Zelensky-Regierung ja am Anfang sehr stark auch im Interesse seiner eigenen Herrschaft, aber auch im Interesse sozusagen des Landes der Ukraine sehr darauf bedacht war, diesen Krieg vorzeitig und so schnell wie möglich zu beenden, und dann später eben auch nach den Interventionen oder nach den politischen Haltungen aus den Westen und den Messages sich eben für etwas anderes entschieden hat. Dazwischen gab es auch Butscha und weiteres, aber wichtig ist doch irgendwie rational darauf zu achten, was das für die Menschen dort bedeutet. Und ich finde, es ist eben nicht so, dass ich sage, die Ukrainer sind Objekte, die jetzt über deren Köpfe hinweg verhandelt werden muss. Aber es ist ein Fakt, dass zum Beispiel auch vor dem Krieg ja doch Russland und die USA verhandelt haben über die Zukunft zum Beispiel der Ukraine. Und wenn es jetzt darum geht, ob die Ukraine NATO-Mitglied wird oder nicht, dann muss man sich ja auch die Realitäten, die es vorher in der Ukraine gab, angucken. Und da war es zum Beispiel so, dass in der Ukraine lange Jahre, eigentlich bis kurz vor diesem Krieg, die Menschen und die Bevölkerung in der Ukraine nicht gesagt hat, wir wollen unbedingt Mitglied der NATO werden. Das wurde eher in der Bevölkerung abgelehnt. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine sagt das jetzt die Bevölkerungsmehrheit in der Ukraine, dass sie NATO-Mitglied werden wollen. Aber das heißt, dass dann auch natürlich sozusagen Bewusstsein und auch gesellschaftliches
das Bewusstsein sich verändern kann, aber dass es eben nicht irgendwie das ureigene Interesse der Bevölkerung in der Ukraine von Anfang an war, für eine NATO-Mitgliedschaft irgendwie sozusagen die Ukraine nicht in einen Frieden zu führen. Oder als es das Minsker Abkommen gab und Zelensky, die Regierung Zelensky überhaupt gewählt wurde. Die Regierung Zelensky wurde damals gewählt, zum Beispiel, dass das Land auch versöhnt wird und befriedet wird und eben dieser Bürgerkrieg nicht weitergeht. Und es ist aber weitergegangen. Und da gab es ja auch sozusagen Interessen, auch Interessen von Großmächten, die auch mitgewirkt haben, dass eben nicht das Land befriedet wurde. Und das zu benennen, heißt nicht, Menschen, die Subjekte sind, zu Objekten zu machen, sondern einfach zu analysieren, was da passiert und darüber aufzuklären. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die Leute anschreien, wenn sie im ersten Reflex sagen, naja, die Menschen sollen sich doch selbst verteidigen können. Selbstverständlich sollen sich Menschen selbst verteidigen können. Dagegen spreche ich nicht. Aber man muss halt darüber sprechen, was eigentlich hier gerade in diesem Krieg passiert. Und dann ist für mich ab einem gewissen Zeitpunkt nochmal klar, ob es jetzt wirklich um die Selbstverteidigung in der Ukraine geht oder um größere geopolitische Machtbestrebungen auch unterschiedlicher Mächte. Vielen Dank, Özlem. Jan, willst du auch nochmal kurz auf die Frage eingehen? Aber auch nur, wenn du wirklich Differenzen hast. Du musst jetzt nicht wiederholen. Nö, wiederhole ich dann. Nur ich verstehe das mit dem Objekt und Subjekt auch nicht. Also wenn ich über Verhandlungen rede, dann meine ich immer Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Und da drin ist die Ukraine natürlich Subjekt und nicht Objekt. Also sehe ich so wie Özlem. Und ansonsten auch nochmal an dich direkt die Frage, weil du vorhin gesagt hattest, dass der Westen die Situation ausnutzt für die eigenen Interessen und auch um Russland zu schwächen. Warum ist dann Russland nicht so weit, sozusagen sich einfach zurückzuziehen, damit sie nicht weiter ausgenutzt wird oder damit deren Vorgehen nicht weiter ausgenutzt wird? Ja, das ist ja eigentlich die spannende Frage nach den russischen Kriegszielen. Ich habe am 23. Februar immer noch gesagt, ja, wahrscheinlich marschieren die ein, aber es geht ihnen um Sicherheit, es geht ihnen um die beiden Donbass-Republiken und mehr nicht. Und das war, glaube ich, eine kolossale Fehleinschätzung, weil so wie sie in der ersten Woche versucht haben, auf Kiew zu marschieren, ging das um mehr als nur um Sicherheit. So, aber was es genau ist, weiß ich nicht. Und wie denn die Kriegsziele sich verändert haben, nachdem sie in der ersten Woche über die eigenen Füße gestolpert sind, sich zurückziehen mussten und je nach Kriegsverlauf jetzt, das kann ich dir nicht sagen. Und natürlich ist es eine Rechnung, die wird im Kreml wahrscheinlich auch jeden Tag neu aufgemacht. Also was haben wir bis jetzt erreicht, was wollen wir erreichen und was kostet uns das? Also ich glaube, der ursprüngliche Ansatz war, wir sind in der Woche in Kiew, setzen dann Marionettenregime ein und das funktioniert dann hinterher wie Belarus. So, und nachdem sie damit gescheitert sind, hatten sie, glaube ich, viele verschiedene Optionen und sie haben sich für die Option erstmal entschieden, glaube ich, wir nehmen jetzt die ganze Ukraine militärisch rein, damit sind sie gescheitert. Und was jetzt Ziel ist und wie weit sie möglicherweise auch zurückgehen, ist völlig offen. Am Ende wird es eine Verhandlung geben, am Ende wird es einen Frieden geben und am Ende des Friedens schreien beide Seiten Sieg. Und das ist auch richtig so, weil wenn nicht beide Seiten sagen können, wir haben gewonnen, dann wird es keinen Friedensschluss geben, sondern weiter Krieg. Das ist ja immer die Situation. Vielen Dank von meiner Seite. Ich würde jetzt wieder an Ulrike zurückgeben für die Schlussrunde. Wir hatten ja gesagt, bis 21 Uhr. Das schaffen wir schon nicht mehr, aber so langsam gehen wir dem Ende entgegen. Ja, danke dir, Nils. Genau, wir sind fast am Ende. Betonung liegt auf dem kleinen Wörtchen fast, denn am Ende unserer Küchengespräche stehen immer unsere berühmt-berüchtigten Halbsätze mit der Bitte nach den sehr langen Ausführungen, die wir jetzt hatten, die gut, die spannend, die richtig und wichtig waren, jetzt tatsächlich nochmal komprimiert zu antworten. Ich beginne einen Halbsatz und ihr bringt ihn zu Ende. Wir starten mit Özlem. Eine starke Friedensbewegung ist notwendig, weil? Weil nur eine starke Friedensbewegung Kriege stoppen kann und neue Kriege verhindern kann. Jan, die Linke muss zum Aufbau der Friedensbewegung beitragen, indem? Mach dich mal laut. Indem wir eine bundesweite Organisationsstruktur auch zur Verfügung stellen. Und meine letzte Frage geht an euch beide. Das letzte Buch, das mich begeistert oder berührt hat, war? Özlem? Von John Reed. Das Leben. Jan? Es ist so eine blöde Frage, weil ich lese nicht.
Nein, die Frage ist natürlich nicht blöd, das kannst du ja nicht wissen, aber für mich ist sie blöd, die Frage, sorry. Das ist überhaupt gar nicht schlimm, es sollte auch gar nicht irgendwie dazu beitragen, jemanden bloßzustellen, sondern wir knüpfen mit dieser Frage immer an und beziehungsweise machen immer Werbung für unsere Rubrik auf unserer Homepage Keine Kultur ohne Klasse, in der wir sozusagen wichtige Bücher, die spannend sein könnten, sowohl literarisch als auch Sachbücher, mit einer Kurzrezension versehen und dadurch sozusagen direkte und indirekte Buchtipps geben für diejenigen, die gern lesen oder die Zeit haben zum Lesen, ist das immer eine ganz gute Möglichkeit, sich nochmal zu informieren. Genau, damit sind wir aber am Ende, am Ende unseres Küchengespräches, unseres heutigen Küchengespräches. Ich finde, das war eine sehr, sehr wichtige Diskussion mit einem guten, kollegialen und inhaltlich vor allem fundiertem Austausch zu den Fragen, wie dieser Krieg zu beurteilen ist, aber auch, wie wir als Linke sozusagen ein Stück weit auch darauf gucken sollten, beziehungsweise uns dazu positionieren und verhalten sollten. Ich möchte mich bedanken insbesondere bei Jan und Özlem für die Teilnahme und für die guten Inputs. Ich möchte mich bedanken bei allen Genossinnen und Genossen, Kolleginnen und Kollegen, die hier heute zugeguckt und sich rege an der Chatdiskussion beteiligt haben. Ich möchte mich vor allem bedanken, wie immer, bei Jan Richter, der im Hintergrund für die Technik zuständig war, die gute Seele unseres Zusammenschlusses, indem er immer die Aufgaben, die sich sozusagen für den Hintergrund eignen, übernimmt und zuverlässig erfüllt. Und ich möchte mich bedanken, vor allem auch bei Nils für die Moderation und das im Blick behalten des Chats. Ich hoffe, wir haben die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle in der Frage weiter zu diskutieren. Das nächste Küchengespräch zu anderen zentralen Fragen kommt ganz sicher. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und die Zeit, die ihr reingesteckt habt. Und freue mich auf die Fortsetzung. Herzlichen Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao.